Morgen, hallo und willkommen zum zweiten Adventskalendertürchen, heute am 2. Dezember. Ja, gleich muss ich erst einmal was revidieren zum gestrigen Video, da ist mir nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen, denn zu gewinnen gibt es nicht eins, nicht zwei, sondern dreimal das Spiel für die Switch Rollercoaster Tycoon Adventures. Das heißt für den ersten Platz, für den zweiten Platz und für den dritten Platz. Der erste Platz ist natürlich dann noch mit der Zugabe von allem, was wir hier drin finden, plus noch die ein oder andere Überraschung meinerseits. Also lasst es euch hier nochmal gesagt sein, dieses Jahr am Gewinnspiel dreimal das Spiel für die Switch, Rollercoaster Tycoon Adventures. So, jetzt aber wirklich und anmelden, wie gesagt, könnt ihr euch auf meiner Fanpage unter Gewinnspiel. Bis zum 23.12. 21 Uhr. Dann haben wir das jetzt endlich geklärt. Wir machen weiter mit unseren Adventskalendern. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir haben gestern mit der Maus aufgehört und fangen heute hiermit an. Der liegt gerade so hervorragend vor mir. Und ja, suchen dann die 2, wo auch immer sie sich befindet. Da unten ist sie. Da. Ich versuche das jetzt mal so rum hier aufzukriegen. Das ist wieder ein rotes Tütchen. Und wir haben Wasabi Bean Mix. Das hört sich, also Wasabi bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich stelle den mal auf Seite so lange. Der fällt um, dann stelle ich ihn hier auf die Eckbank. Ja, Wasabi, wie eben schon gesagt, ist nicht so wirklich meins. Da, jetzt seht das auch. Und ja, schauen wir mal, was es ist. Na. Geh auf! Du blöde Tüte! Und so, jetzt. Boah, es ist ja ekelhaft. Oh. Igitt. Nee, und das ist auch noch so viel. Jetzt guckt euch mal bitte das an. Sieht das mal ekelhaft aus oder ist das ekelhaft? Oh. Boah, die stinken. Oh nee, Wasabi ist ja ekelhaft. Komm, dann wenigstens ein kleines. Da ist ein kleines. Was? Ich weiß nicht, ob ich das essen soll. Das ist ja ekelhaft. Also, diese Tüte werde ich auf jeden Fall wieder versiegeln und werde versuchen, sie so luftdicht wie möglich zu machen und werde sie dem Gewinner zur Verfügung stellen. Das ist ja... Vielleicht sollte ich das grundsätzlich machen. Von allem, was ich hier drin habe, ja gut, zu gestern kann ich das jetzt leider nicht mehr machen, aber von allem lasse ich ein bisschen was in der Tüte, versiegel das wieder, so gut wie es mir geht, und dann kann der Gewinner sich davon überzeugen. Na okay, ich muss leiden. Boah, Moment. Boah. Wow. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe schon lange nichts mehr so Ekelhaftes gegessen. Boah, scharfe Knabbereien. Ganz ehrlich, wenn das Letzte wäre, auf dieser Welt zu essen, ich glaube, ich würde verhungern. Boah. Ey. Wow. Puh. Ganz ehrlich, derjenige, erster Platz, der das hier gewinnt und der diesen Beanmix nach Hause geschickt bekommt, ich möchte ein Video sehen, wie er das isst und sagt, dass das genießbar ist. Boah. So, Harry Potter. Boah. Adventskalender. Boah. Zweites Türchen. Es hat eigentlich wenig Sinn,
Denn bis auf Harry werde ich wahrscheinlich hier nichts erkennen können. Ja, wer ist das? Keine Ahnung. Den klappt mal wieder zu. Also es ist eigentlich nur ein hier rausholen. Ich werde das mal wieder abfotografieren. So. Könnt ihr mir auch wieder unten in die Kommentare schreiben, wer das ist, weil ich habe absolut keine Ahnung. Das könnte vielleicht eine Lehrlingskollegin von Harry Potter sein, aber keine Ahnung. Ja, übrigens auch, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Schaut mal hier. Ja. Hinten steht dann auch nochmal meine Adresse drauf und hinten auch nochmal Spot. Das ist Spot aus Silence, The Whispered World 2. Und ich fand den so knuffig und so süß, dass ich mir auf T-Shirt gedruckt habe. Weil jetzt habe ich Spot immer dabei. Und ich habe sogar ein Mauspad, wo Spot drauf ist. Vielleicht zeige ich euch da auch noch mal ein paar Fotos. So, jetzt brauche ich aber was zu futtern. Wir öffnen unser Buch, suchen die 2. Da oben ist schon. Moment, da komme ich so rum. Da. Ist doch die 2, ne? Das wär's jetzt. Okay, und hier drin haben wir Kinder Bueno. Lecker. Das können wir vielleicht hier so aufgestellt lassen. Dann bekomme ich auch endlich den Geschmack von diesen Wasabi-Dingern raus. Also ich, Wasabi, was ist Wasabi? Boah. Ich finde, es gibt nichts Widerlicheres als Wasabi. Es gab auch mal Wasabi-Chips, glaube ich. Die haben genauso geschmeckt. Boah, wie Füße ganz unten. Das habe ich jetzt gebraucht. Boah. Wenn ich nur an diesen Bodenmix jetzt schon wieder denke. Bah, furchtbar. So. Wir experimentieren mit der Maus. Die 2 ist hier oben. Etwas ganz was Kleines. Und, na. Mahlzeit. So, hier ist das Geschenk. Das legen wir wieder hier hin. So. Tag 1, jetzt haben wir Tag 2. Oh. Das sieht nach Arbeit aus. Saugende Tücher. Wir machen es erstmal auf. Und drin ist... Oh, etwas Verpacktes. Oh, sogar in einer wiederverschließbaren Tüte. Achtung, zur Verwendung in Wasser auflösen. Sparsam verwenden. Moment, heißt das dann, dass ich das nur einmal benutzen kann? Also hier drin sind... Oh ja, das kann ich leider nur einmal benutzen. Das ist ja schade. Also es sind 2 kleine Kunststoffdöschen, die man nicht aufmachen kann. Wir lesen erstmal. Dazu brauchst du 2 Döschen Farbpulver, Adventskalender, 3 kleine Gläser, Küchenpapier, Experiment. Kippe das blaue... und das gelbe Farbpulver jeweils in ein Glas. Fülle die beiden Gläser bis fast zum Rand mit Wasser. Das dritte Glas bleibt leer. Sobald sich das Farbpulver gelöst hat, stellst du die 3 Gläser eng nebeneinander. Das leere Glas kommt in die Mitte. Schneide ein Blatt Küchenpapier in 2 Hälften und falte sie zu länglichen Streifen. Den einen Streifen hängst du in das Glas mit dem blauen Wasser. Sein Ende kommt in das mittlere leere Glas. Den anderen Küchenpapierstreifen hängst du in das gelbe Wasserglas und führst das andere Ende ebenfalls in das leere Glas. Das Experiment dauert ein paar Stunden. Sieh einfach ab und zu nach, was sich an der Versuchsanordnung verändert hat. Jetzt kommt die Auflösung. Wer hätte es gedacht? Die Papierstreifen saugen sich mit Wasser voll, das immer höher steigt. Hat das Wasser den höchsten Punkt erreicht, beginnt es bergab in das leere Glas zu wandern. Nach und nach füllt sich das mittlere Glas. Schon nach einer Stunde kannst du eine ordentliche Pfütze sehen. Nach ungefähr 3 bis 4 Stunden befindet sich in allen 3 Gläsern gleich viel Wasser. Im mittleren Glas kannst du noch einen weiteren Effekt beobachten. Das gelbe und das blaue Wasser vermischen sich zu grünem Wasser. Was passiert da eigentlich? Das Ganze heißt Kapillareffekt und erklärt, wie sich Flüssigkeiten in engen Röhren oder Hohlräumen verhalten. Das Küchenpapier besteht aus vielen Fasern, zwischen denen sich jede Menge Hohlräume befinden. Langgestreckte Hohlräume heißen auch Kapillare. Kommt Wasser mit einer Kapillare in Berührung, steigt es in dem schmalen Hohlraum nach oben und wird in das leere Glas transportiert. Dass sich am Ende in allen 3 Gläsern gleich viel Wasser befindet,
ist ebenfalls den Kapillaren zu verdanken. Da die Gläser über Kapillaren verbunden sind, sind es kommunizierende Röhren oder kommunizierende Gefäße. Und egal, welche Form diese Gefäße haben, in ihnen ist der Wasserstand immer gleich hoch. Auch Pflanzen haben sich den Kapillareffekt zunutze gemacht. In ihren Stängeln befinden sich feine Leitungen, in denen das Wasser nach oben steigt. So werden Blätter und Blüten mit Flüssigkeit versorgt. Ja, die Frage, die sich jetzt mir stellt, zeige ich euch das jetzt hier oder hebe ich das für den Gewinner auf? Denn wenn ich diese Farbkügelchen jetzt hier benutze, kann es logischerweise der Gewinner nicht mehr und hat dann nur noch diese zwei leeren Döschen. Ich werde das mit normalem klaren Wasser machen, denn da ist der Effekt gleich mit den Kapillaren. Und diese Farbkügelchen, die werde ich für den Gewinner aufheben, damit er auch was hat. Das heißt, ich werde das wieder verpacken. Oder habe ich hier vielleicht ein bisschen Lebensmittelfarbe? Ich guck mal, was sich da gleich machen lässt. Und dann werde ich den Experimentierablauf, werde ich dann mal hier in den Anhang legen. Auch wieder zusätzliche Arbeit, schön. Ich habe ja nicht schon genug zu tun. Aber für euch mache ich das gerne. Ja, das war also die experimentierende Maus für heute. Wir haben heute viel gelernt, dass Wasabi noch fürchterlicher schmeckt, als es riecht. Wir haben eine neue, wunderschöne Figur. Wir haben was zu knabbern. Und ja, frohe Weihnachten in diesem Sinne. Freunde, morgen sehen wir uns wieder am 3. Dezember zum 3. Adventskalender-Türchen und dann hoffentlich mit leckereren Sachen hier raus. Ich bin gespannt, was da noch alles drin sein wird. Vergesst ihr euch nicht, euch anzumelden am Gewinnspiel auf meiner Fanpage. Den Link, wie gesagt, unter jedem meiner Videos zu finden. Und dann bin ich gespannt, wie viele sich anmelden und wer dann am Ende schlussendlich gewinnen wird. Macht es gut, bis morgen. Schönen Tag noch. NRW bei 18. Adieu.